Oh, natürlich. Oh, lecker Schnitzel. Nam, 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 nam. Zum Frühstück. Nam, 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 nam. Dann werde ich zum Krümelmonster. Zum fleischigen Krümelmonster. Show. Können wir hier die Dinger nochmal füttern? Die Dings, die Hühnchen. Und dann holen wir uns noch ein paar lecker Keulen. So, wo habe ich hier die Samen? So, 64 Stück müssten reichen. Alles andere wäre ein bisschen übertrieben. Jetzt kommt ein Schluck auf auch noch. Ich hatte jetzt alles in der Aufnahme. Einen Anruf, Schniefnase, Husten, Schluck auf. Und jetzt kommt noch Kopfweh ins Spiel. Das ist ja auch geil. Das hatte ich schon lange nicht mehr in der Aufnahme. Ja, ja. Ja, wenn man hier gut drauf ist, dann ist es natürlich ärgerlicher. Wow! Eier, nichts als Eier. Wir brauchen Eier, Leute. Eier, Leute. Ich habe definitiv Eier. Und nicht nur zwei in der Hose. So, Alter. Eier im Schnellverfahren hier rausploppen, oder was? Alter, so, nochmal Hühnchen hier. Wow. Wo kommen die Eier her? Mein Inventar ist voller Eier. So, habe ich mich wohl ins gemachte Nest gesetzt. So, da kommt noch ein Ei. Noch zwei Eier, noch ein Ei, noch eins. Da ist eine Spinne und ein Zombie, der verreckt. So, Eier. Eier. Raus. Und das nächste Magazin an Eiern. So, und noch ein paar. Ja, raus damit. So, habt ihr noch ein paar Eier für mich? Nö, sieht nicht so aus. Fünf habe ich noch. Fünf Eier. Wer will, wer mag, wer hat noch nicht. Zwei Hühnchen. Zum Preis von einem. So, da ist noch ein Ei. So, und jetzt ist hier große Fütterungsaktion. Da wollen unsere Hühnchen was zum Essen, um sich vermehren zu können. Die vermehren sich hier nicht über Eier. Nee, nee, nee. Die vermehren sich einfach so. Ich glaube, ich hätte da mehr mitnehmen müssen als 64. So, Alter. Alter, das ist ja nicht mehr normal hier. Juhu, so. Natürlich kriegen wir wieder Erfahrungspunkte ohne Ende. Alter. Ich versuche einfach nur noch zu füttern. Ob es funzt oder nicht, ist die andere Frage. So, ich stehe hier wirklich umringt von Hühnchen. So, ey, umringt von Chicken Wings. So, da ist mein Ding weg. Und da haben wir noch ein paar Eier für mich und ein paar Erfahrungskügelchen. So, und weg mit dem Scheiß. So, da ist es leer, das Inventar. Ein Eisenschwert gezückt. Dann machen wir hier ein paar tote Hühnchen draus. Kriegen wir wieder Federn und so ein Scheiß. Können wir uns wieder ein paar Pfeile machen. Eigentlich habe ich die Hühnerfarm ja hauptsächlich wegen dem gemacht und nicht wegen der Essensbeschaffung. Weil wir ja so viel Flintstone hatten, dass wir hier direkt mal Pfeile produzieren mussten. So, und für das habe ich eigentlich die Federn gebraucht. Jetzt dürfte ich aber mal wieder genug Federn bald haben, dass ich mir noch ein paar Pfeile machen kann. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwann den scheiß Flint weg. Den Feuerstein. So, hier natürlich sehr aufpassen. Nicht, dass wir hier ein kleines Hühnchen hier massakrieren. Oder wenn eine Freundin immer so gern sagt, massakrieren. Massakrieren. Ja gut, jeder hat so Wörter, die er nicht irgendwie nicht richtig... Ups, Entschuldigung. Nicht richtig ausspricht. Kommt ja vor. Keine Ahnung, ich hatte eigentlich immer Probleme mit dem Wort Melonen, weil ich immer Millionen gesagt habe und statt Melonen. Ist halt, ja, kommt halt vor, dass man manche Wörter nicht so aussprechen kann, wie es normalerweise das Hersteller des Wortes so vorgesehen hatte. So, zum Glück sind die Viecher immer gleich hin, wenn man da einmal draufhaut. Wenn man da einmal draufhaut, ist so ein Hühnchen einfach mal platt. Platt ist es.
So, wie schnell wachsen eigentlich die Hühnchen? Das ist so eine Frage gerade. Alter, da sind noch ein paar große. So. Ah, da sind wir Level 35. So. Nur ein totes Hühnchen ist ein gutes Hühnchen. Uah. Da steht ein Bogenschütze draußen. Der hat sich mal... Der wartet nur drauf, dass es dunkel wird, dass er mich hier töten kann. So, ja, ja, verstecken bringt hier nichts, Hühnchen. Das bringt hier mal gar nichts. Aber rein gar nichts. So. Hup. So, hier nochmal. Hier geht's auch. Hier ist noch, hier liegt noch eine Güterhühnerschenkel rum. Hätte ich beinahe mal vergessen. So, da ist noch ein großes Hühnchen. So. Sind jetzt hier nur noch kleine Hühnchen. Ja, und ein paar Eier haben wir auch wieder. 8 Stück. So, ein Hühnchen ist rausgekommen. Reicht auch fürs Erste. Ja, ein paar Federn haben wir bekommen. Können wir wieder ein paar Flintstones hier wegbauen. Wegdingsen. Dann kriegen wir endlich mal Pfeile zusammen. Wenn wir vielleicht irgendwann mal in den End gehen können. Ja, ja, in den End. Ich habe es vor, irgendwann mal so Folge 2500 rum, vielleicht wird es endlich mal soweit sein, dass ich hier in den End gehen könnte. So, wo habe ich den Flintstone hingepackt? Natürlich hier. Natürlich nehme ich die auch noch mit. Die kleinen Stacks hier. Das dürfte reichen. Und Stöcke haben wir ein paar am Manne. Mal gucken, wie viele wir hier rausbekommen. Stöcke, Flintstone, Federn. Oder so. So geht's. So. Vierfache Menge. Das ist natürlich eine verdammt gute Ausbeute wieder. So, noch ein paar Stöcke. 44 Stück. Ob die halt reichen, ist so die Frage. Naja, wir werden sehen, wir werden sehen. So, 13 haben wir noch. Eine Feder. Und natürlich hier den Flint oben drauf geschrauft. So, da ist aber auch schon vorbei. Hier sind meine Federn am Ende. Am Ende mit ihrem Latein. So, hier sind noch ein paar Hühnerschenkelchen. Und natürlich liegen wir hier gleich wieder nach. Damit wir hier auch wirklich nicht verhungern müssen. So, ich habe Pfeile, Jungs. Ich habe Pfeile. Ich hau euch mit den Pfeilen. So, da ist eine Truhe, da ist eine Werkzeugtruhe. Da kommen die Pfeile rein. So. Unser gutes Diamantschwert. Das wie wirklich noch kaum einen Kratzer hat. Hier haben wir ein paar Bögen. So. Jetzt darf ich hier wieder ein bisschen aufräumen. Kürbisse haben wir hier, die auch weg können. Ja, ja, wir brauchen hier Platz im Inventar. So, Flintstone. Weg hier. Rein damit. Dann ist Ruhe hier. Zombie-Händchen. Braucht kein Mensch. Da braucht man auch irgendwann mal eine, ja, Möglichkeit oder eine zweckmäßige Sache, um diese besser zu nutzen oder herzunehmen. Oder das schießt mich tot. Für das, wie man es halt brauchen kann. So. Melonen haben wir bis zum Abwinken. Ein bisschen Brot haben wir auch noch. Kakao haben wir hier. Melonen und Kürbissamen. Und natürlich kommen hier die Hühnerschenkel. Die gut genährten Hühnerschenkelchen kommen hier noch rein. Gebratenes Schweinefleisch. Rohes Rindfleisch. So. Dann haben wir hier noch ein Glasscheiben. Eichensetzlinge. Können wir auch verräumen. Braucht auch kein Mensch mehr. Jetzt ist eh schon wieder dunkel. Im Dunkeln ist ja gut munkeln, aber da muss jetzt auch nicht schon wieder so schnell dunkel werden. Ist jetzt nicht unbedingt vom Vorteil. Ja, die Sonne geht eh schon wieder so gut wie unter. So, brat schneller, Junge. Hey, die 12 sind weg, gleich fertig. Komm, komm, komm. So, rüber. So, fertig. So. Hier dauert es noch ein bisschen, aber die 12 kann man schon wieder in unseren Kühlschrank legen oder in unsere Kühltruhe, Gefrierkühltruhe. So. Ja, verhungern werden wir so schnell nicht, außer wir vergessen das Essen daheim, dann könnte es natürlich passieren, dass wir verhungern. Wäre natürlich nicht so prall.
Da habe ich ein bisschen was dagegen. So, die Sonne nähert sich dem Boden. Was könnte ich denn jetzt noch schnell machen auf die Schnelle? Ich habe 29 Weizen. Vielleicht wollen ja ein paar Kühe was. So, im Schnellverfahren habe ich ja gleich 29 Weizen hier durch. So, du. So, fapp. So. Nächste Fütterungsaktion. Ja, können wir wieder ein bisschen warten. So, aber jetzt ist der Weizen weg. Hier ist noch ein Erfahrungskügelchen. Hier auch. So, da bin ich gierig danach mittlerweile. Gierig. Ich giere danach. Aber ich hatte mittlerweile schon oft so einen hohen Level. Also der ist mittlerweile leicht erreicht und natürlich auch wieder schnell weg. Wenn man hier natürlich, ja, wie soll man sagen, ein paar Sachen enchantet, dann ist es natürlich verdammt schnell weg. So, ich muss mir Holz mitnehmen. Für ein neues Häuschen. Kleines schmuckes Häuschen. Eigentlich könnte ich mir mal Birkenholz auch mitnehmen. Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Und ich werde auch bald wieder Holz hacken gehen müssen. So wie das aussieht. Weil wir hier schon wieder so viel Holz hier in der City verkloppt haben. Dass das eigentlich schon nicht mehr lustig ist. Da sind noch ein paar Schwein! Was geht mit dir ab? Zurück in den Käfig! Jetzt weiß ich auch, wieso, dass die weniger werden, wenn die hier und da und weglaufen. Blöde Schwein. Verfluchte Axt, ich brauche Karotten. Alter, ich sollte nicht mit einem Steak in der Hand an meinen Hundis vorbeirennen. Die könnten mir das ein bisschen übel nehmen. Ist der noch größer geworden? Ach nee, das ist ein zweiter geworden. Ist ja geil. So, haben wir schon wieder kleinen Nachwuchs? Haben wir Nachwuchs bekommen? Nö. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Dann können wir natürlich nichts machen. So. Ja. Es wächst und gedeiht. Hier oben ist auch der Baum schon gewachsen. Auf der Sonnenterrasse des Lebens. So. Dann machen wir hier eine kleine Hütte her. Kleine, aber feine Hütte. Damit hier wieder ein paar Bewohner Platz finden. So. Klein, aber fein. So groß muss das nicht sein. Nee, das wird schon wieder zu groß. Da fange ich schon wieder Dimensionen an, die ich nicht stillen kann. So. Boah. Nee, das tue ich mir nicht nochmal an. Hier so ums Eck. Da bin ich ja lebensmüde, wenn ich das gleich wieder hier fabriziere. Das soll schon eine kleine, feine Hütte werden. Je kleiner, desto besser. Hier muss ich mir auch noch was überlegen. Wenn wir hier das anständig hier in Szene setzen, den kleinen Eingang. Wie zum Beispiel, gerade noch aufgefangen. So, was haben wir denn alles Schönes, das wir hier verlegen könnten? Die hier. Dann haben wir hier so den Weg. So, fupp. Ey, ich hab fupp gesagt. So, du musst es auch so fuppen. Schau, wo ist die Leiter? Hier ist die Leiter. Hier schön versteckt. Im Hintergrund eines Häuschens. Eine ganze Sache. Dann wird man nicht gleich von der Sonne so geblendet, wenn man hier hochkommt von der U-Bahn. Muss man sich ja auch erstmal wieder an die Helligkeit gewöhnen, die um einen rundum herrscht dann. Weil sowas ist natürlich dann auch nicht immer so schön. So. Welchen Boden machen wir? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch Pfeile vergessen. Sehe ich gerade, dass ich da noch welche im Inventar habe. Aber hier sind ja auch noch welche. Dann kann ich die ja aufeinander stapeln.